Hallo Spieler, kommt rüber. Willkommen bei Onkel Zocker, wo ein alter Mann euch Stories vom Pferd erzählt. Und mit Pferd meine ich Computerspiele und mit alter Mann meine ich mich. Denn seien wir ehrlich, ich bin keine 15 mehr. Und ich bin beim letzten Mal ja auch um ein ganzes Stück gealtert, als wir den Speedrun von Hollow Knight angefangen haben. Nämlich genau um 30 Minuten. Und paradoxerweise, Achtung, ich mache hier mal die Save Games auf, habe ich hier ein Save Game mit 24 Minuten. Denn ich habe beim Versuch, den zweiten Teil aufzunehmen, einen technischen Fehler gehabt und musste das Ganze nochmal ganz von vorne anfangen. Und beim zweiten Durchlauf habe ich tatsächlich 6 Minuten eingespart gegenüber der Version, die auf YouTube ist. So ist das eben. Wir haben jetzt also eine Version mit 24 Minuten. Wir sind also super in der Zeit. Wie gesagt, 5 Stunden haben wir insgesamt für diesen Speedrun, bis wir den Hollow Knight besiegen. 24 davon sind rum. Wir haben den False Knight schon erledigt und Hornet. Wir haben Vengeful Spirit, den Feuerball-Zauberspruch. Und wir haben den Mothwing Cloak, also die Dash-Ability, auch schon eingesackt. Der Plan für diese Folge jetzt ist, wir holen uns die Mantis Claw im Mantis Village und dann öffnen wir City of Tears und gehen da bis zur ersten Bank vor dem Soul Sanctum, sodass wir dann im dritten Teil uns mit dem Soul Master und dem Soul Sanctum beschäftigen können. Ja, genug der Vorrede, los geht's. Das Interessante an Speedruns ist ja nach wie vor, dass wir das Spiel verändern. Also wir spielen zwar nach den Regeln, aber nicht eigentlich nach der Spielelogik. Wir ignorieren ja zum Beispiel alles, was an Handlung und an Umgebung da mühsam hindesignt wurde. Das lassen wir alles links liegen. Wir versuchen einfach nur so schnell wie möglich durch diese herrlich designten Umgebungen uns durchzumogeln, und im Extremfall natürlich, das wissen wir, die Profi-Speedrunner benutzen Mechaniken, die eigentlich gar nicht vorgesehen waren, um sich schneller dann... Und also der Extrem-Speedrun ist ja bekanntlich, habe ich ja im letzten Mal schon gesagt, bei knapp über 30 Minuten. Da sind wir jetzt schon, ne? Also nur zum Vergleich. Das ist, da ist das, der Schlussgegner ist erledigt. Ich will nicht sagen, das Spiel ist erledigt, denn wie gesagt, das Prinzip Speedrun macht in gewisser Weise das Spiel kaputt. Okay, so. Wir müssen hier einen kleinen Umweg machen, weil wir später viel Geld brauchen. Und es gibt ja diesen Sammler in der City of Tears, der uns für diese Siegel und Tagebücher, die wir hier einsammeln, viel Geld gibt. Und deswegen sammeln wir hier das eine ein. Das haben wir jetzt. Und dann können wir weiterziehen. Nochmal heilen. Wie gesagt, das Wichtigste ist ohnehin, defensiv spielen, das heißt, auf keinen Fall wollen wir unterwegs sterben. Aber das tun wir auch nicht. Wir sind erfahrene Insekten. Wir kennen uns aus mittlerweile in diesen Höhlen hier. Wir wissen, wie man mit Pilzen umgeht, dass die einem nichts tun. Und wie man sich möglichst schnell, wie gesagt, an allem vorbei bewegt. Jetzt habe ich da gar nicht die Tür aufgemacht. Das ist ein Shortcut. Aber den werden wir auch nicht brauchen. Ich bin ganz zuversichtlich. Wir schaffen das auch ohne Shortcut. Vielleicht auch nicht. Das gibt's nicht. Ja, zu optimistisch gewesen. Zeit verloren, aber so ist das. Dann jetzt nochmal im Eiltempo. Wir können natürlich dann jetzt den kleinen Umweg, den ich gerade gemacht habe, weglassen, weil wir das Siegel ja behalten. Was wir jetzt aber verloren haben, ist das ganze Geld. Dafür müssen wir uns Shade. Gleich
erschlagen, den wir da hinterlassen haben, wo wir gestorben sind. Der müsste jetzt hier irgendwo sich rumtreiben. Wir sind jetzt schon fast da. Tja, jetzt würde ich mir doch wünschen, dass ich den Shortcut auch gemacht hätte. So geht's. Bei den letzten paar Versuchen waren diese Pilze kein Problem. So, wieder vorbeigehüpft. Diesmal sind wir klüger. Wir machen hier die Tür auf. Da ist der Shade. Und jetzt haben wir das Geld wieder. Und dann zweiter Anlauf. Einer ist down. Was möchte ich mal wissen? Das Spiel dreht mir die ganze Zeit die Spielfigur. Ungefragt um. Aber wir haben es geschafft. Ja, das hat aus irgendeinem Grund die Masken aufgefüllt. Nehme ich. Beschwere ich mich nicht. Gut, weiter geht's auf dem Weg in die City of Tears. Da, Quatsch. So weit sind wir nicht. Wir wollen erst Mantis Claw. Dazu müssen wir jetzt uns ins Mantis Village vorarbeiten. Hier lassen wir wieder ein bisschen Plot links liegen. Wie gesagt, ein Speedrun ist kein Zuckerschlecken und ist kein gemütliches Palaver. Wir haben es eilig. Das Interessante ist ja auch, Speedruns sind in gewisser Weise sowas wie Leistungssport. So wie ja das Rumlaufen eigentlich eine im Alltag sehr wichtige Funktion ist. Oder auch fürs Jagen evolutionsgeschichtlich sicherlich wichtig war und wir da draußen jetzt aber 100 Meter Lauf in Höchstgeschwindigkeit gemacht haben in unserer Zivilisation, so ist auch der Speedrun eigentlich eine Extremsportvariante von was man im Alltag auch macht. Und in gewisser Weise kann man auch sagen, ist der Speedrun verwandt mit zum Beispiel dem Lernen eines Instruments. Auch das ist ja sinnlose Energie, die darauf verwendet wird. Im Fall von Klavier zum Beispiel jahrelange harte Arbeit, damit man dieses Instrument bedienen kann. Und realistisch ist es ja nun nicht so, dass die meisten, die privat Klavier lernen, damit jemals irgendwie im großen Maßstab auftreten werden. Sondern man kann dann halt Klavier spielen. Und ja. Ich habe gerade ein bisschen komisches Gefühl, weil ich das schon mal erzählt habe, aber ich hoffe, es war nicht im ersten Teil, sondern in einem der technisch verloren gegangenen Teile. Sonst entschuldige ich mich. Sonst haben wir das mit dem Klavier jetzt zweimal gehört. So, hier sind wir jetzt nahezu bei der Mantis Claw. Wir haben einmal diesen Schalter umlegen müssen, damit oben eine Tür aufgeht. Und jetzt müssen wir uns auf der oberen Ebene hier einmal durcharbeiten und aufpassen, dass wir hier nicht sterben. Das darf nicht passieren. Das darf nicht sein. Das kann ja nicht sein, was nicht sein darf, bekanntlich. So, da leuchtet sie schon. Und Touchdown. So, Mantis Claw, die nächste Fähigkeit, die wir hier einsacken. Mantis Claw erlaubt uns, senkrechte Wände hochzugehen und damit Zugang zu ganz neuen Arealen. Zum Beispiel können wir hier raus. Anbeter hier lassen.
Das ist, wenn man das Spiel komplett spielt, ist das ganz hübsch. Dann kann man die Mantis Lords besiegen, die wir aber für den Speedrun hier gar nicht brauchen. Und dann werden diese ganzen Gottesanbeterinnen hier in Mantis Village friedlich. Und man kann einfach durchlaufen. Sie verneigen sich dann vor einem. Das ist ganz, wie gesagt, das Worldbuilding ist ganz reizend hier. So, jetzt sind wir gleich wieder am Ausgangspunkt dieser Schleife, an der wir uns die Mantis Claw geholt haben. Hier sind wir vorhin runtergekommen und unten rechts raus, jetzt wird links wieder reingekommen. Ja, wirst du wohl. Läuft. Das gibt's doch nicht. Hier sind wir vorhin angekommen, von oben auch wieder hier. Das haben wir vorhin jetzt nicht gesehen, weil ich zu schnell nach links gerannt bin. Hier hat Hornet auf uns gewartet und ist hier nach rechts abgedüst. Da gehen wir jetzt hinterher. Da hätten wir sie vorher aber auch gar nicht verfolgen können, denn diese Brücke hier ist eingefaltet und darauf kommen wir nur mit der Mantis Claw Fähigkeit. Das ist jetzt die erste ernsthaftere Plattformsektion. Ist allerdings alles nicht so schlimm. Hier oben ist noch halb versteckt ein Soul Meter zum Auffüllen, für den Fall, dass man hier zu viel Schaden nimmt. Aber eigentlich ist das nicht so dramatisch. Das mache ich jedes Mal. Da in die Suppe fallen. Aber dann haben wir es auch schon gleich. Wir haben den zweiten Teil der Brücke auch noch auf. Einfach nur aus Prinzip. Wir kommen hier bei diesem Speedrun nie wieder vorbei, deswegen brauchen wir die Brücke eigentlich gar nicht. Dann tun wir hier das City Crest in den dafür vorgesehenen Slot. Das haben wir vom False Knight bekommen. Gehen in die City of Tears und hinter uns geht auch die Tür wieder zu und zeigt uns, wir haben Fortschritt gemacht. Und einen neuen Punkt erreicht im Spiel. Sollte ich aber möglichst nicht sterben. Denn die Tür ist ja zu. So. Gerne an. Das sehen wir auch gleich warum. Mal abgesehen davon, dass es uns natürlich ein bisschen Sicherheit gibt, falls gleich wieder irgendwas schief gehen sollte, hat das auch noch eine ganz praktische Funktion. Wir gehen jetzt hier nach links, wo uns ein Nagelwegweiser schon zeigt, was wir hier wollen. Und wie gewohnt lassen wir hier alles stehen und liegen. Düsen einfach mal durch. Oder würden einfach nur durchdüsen, wenn wir es denn könnten, so wie wir das wollen. Aber es klappt ja doch irgendwie halbwegs. Wie gesagt, 5 Stunden. Es kommt auf Sekunden nicht an. So. Der Nagelschmied wertet unseren Nagel auf. Junsha. Garadel Akari. Und wir
verlassen direkt das Spiel an der Stelle. Das ist, wie gesagt, habe ich schon mal erklärt, der Standard-Speedrunner-Trick. Man hat an einer Bank sich ausgeruht und wenn man jetzt das Spiel verlässt und dann den Spielstand neu lädt, dann landet man an der letzten Bank, an der man ausgeruht hat, nicht an der Stelle, an der man gespeichert hat oder an der man aus dem Spiel gegangen ist. Und damit kann man Rückwege sich sparen. Das dauert jetzt zwar länger, als der Rückweg gedauert hätte, wegen der Ladezeiten, aber die Ladezeiten zählen nicht zum Speedrun. Das heißt, man hat die Zeit für den Speedrun eingespart, wenn es Lebenszeit gekostet hat. So. Dann gehen wir wieder runter. Und nach da oben. Autsch. Stopp! Hör auf mit dieser Gewalt. Das führt doch zunächst diese Gewalt. Diese Insekten haben aus ihrer Vergangenheit, aus ihrer finsteren nichts gelernt. Kleiner Spoiler, es gibt eine finstere Vergangenheit in diesem Spiel. Ich habe nichts gelernt. Ich bin ja beinahe gestorben. Aber nur beinahe. Beinahe ist erlaubt. Warum eigentlich gar nicht? Den eigentlich auch nicht. Aber oder ist mir, wenn der weg ist. So, mal nach oben. So, wir arbeiten uns jetzt hier noch, wie gesagt, bis zur Bank vor und dann ist die Folge beendet. Wir haben natürlich jetzt keine Bestzeit abgeliefert, allein schon dadurch, dass wir bei Hornet gestorben sind. So, Tür auf. Wir brauchen für den nächsten Abschnitt 600 Geo, das haben wir schon fast. Es läuft also bestens. So. Sind wir gleich da. Gehen wir mal nach oben. Und dann hört man ihn schon singen. Wobei uns der Kartenmacher egal ist, wir brauchen nur die Bank. Wir finden uns auch ohne Karten zurecht. Da ist die Bank. Das war Folge 2 des Speedruns durch Hollow Knight. Nächstes Mal, wie gesagt, geht es ins Soul Sanctum und zum Soul Master.
Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst ein Like und ein Abo da, ihr kennt das. Und wir sehen uns beim nächsten Mal für Folge 3 des Hollow Knight Speedruns. Tschüss.